Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Falls ihr euch fragt, was ich heute anhab und welches Make-up ich trage, das verlinke ich euch alles unten in der Infobox. Im heutigen Video gibt es was super köstliches, denn wie ihr alle wisst, steht Weihnachten vor der Tür und deswegen zeige ich euch heute, wie ihr ganz einfach selber Plätzchen backen könnt. Ich hoffe, es gefällt euch und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Video. Für die Plätzchen braucht ihr 225 Gramm Mehl, 100 Gramm Butter, 2 Eigelb, 100 Gramm Puderzucker, ein Päckchen Vanillezucker, ein Teelöffel Backpulver und eine Prise Salz. Das Ganze verrührt und verknetet ihr zu einem glatten Teig. Jetzt packt ihr den Teig in Frischhaltefolie ein und stellt ihn dann für 30 Minuten kalt. Nun bestreut ihr alles mit Mehl und rollt euren Teig aus. Jetzt geht es ans Ausstechen. Ich habe mich für einen Pinguin entschieden, aber ihr könnt jede beliebige Form wählen. Und jetzt kommt das Ganze bei 180 Grad für 10 Minuten in den Ofen. Nach dem Abkühlen könnt ihr die Plätzchen beliebig verzieren. Ich habe mich für Schokolade, Zuckerschrift und Zuckerguss entschieden. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Das komplette Rezept mit den genauen Angaben findet ihr auch nochmal unten in der Infobox. So, das war's auch schon mit meinem Video. Falls es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, mich zu abonnieren. Folgt mir auch auf Instagram und Facebook. Ciao und bis zum nächsten Video.